Diese Konferenz wird nun aufgezeichnet. Und die heißen Acharimut und Kedushim. Wie ihr hier seht, bei uns im Kalender steht es eben auch spezifisch drauf, welche Parasha oder Parashiot wir jeweils am Shabbat haben. Hier ein paar Vorschläge von der Brit Hadasha her und die Haftara. Moment, da habe ich jetzt. So. Jetzt, ja. Jetzt läuft's. Gut. Wir sind gerade im Monat. Wenn es so gezeigt werden kann, hier Liar, genau, heute ist der 8. Liar. Das ist auch ein besonderer Tag für mich, für meine Frau. Wir haben da unser Geburtstag. Da haben wir ein Problem. Warte schon. Gut. Technisches Problem. Tut mir leid. So, diese Konferenz wird nun aufgezeichnet. Genau. Also gut. Ich hoffe, ihr habt die zwei Parashot gelesen. Wie gesagt, wir hatten diese Woche die zwei Parashiot, Acharimut und Kedushim. Ja, wie gesagt, wir sind hier im Monat Iliar. Heute ist der 8. Tag. Ganz wichtiger Tag auf mich und meine Frau. Es ist unser Hochzeitstag. Baruch Hashem, nach 11 Jahren. Wir haben da unseren speziellen Tag. Und wir wollen, oder ich möchte das mit euch so teilen. Genau. Wir lesen heute die Parashat Acharimut und Kedushim. Jetzt komm. Gut. Acharimut heißt auf Deutsch nach dem Tod und Kedushim wörtlich heilig. Ja? Diese zwei Parashat oder Portionen sprechen eben über den Weg um ein höheres Maß an Heiligkeit und spiritueller Reinheit zu erreichen. Wie gesagt, letztes Jahr sprachen wir über Kedusha, über Heiligkeit. Ich möchte heute über diese zwischenmenschliche Beziehung sprechen, die eben genau in diese zwei Portionen zeigt. Ja. Wo ist Michael? Michael. Gut. Wichtig, mal schnell die zwei Parashot in Kurzfassung anzuschauen. Der Parashat Acharit Mot konzentriert sich, wenn ihr das gelesen habt, da ist der Kapitel über Yom Kippur selber.
Aber das Fest Yom Kippur. Und dann nach dem Kapitel kommt dieses Kapitel, wo über die unmoralische Verhalten spricht. Es ist eine Warnung für uns. Und genau dort wird aufgelistet, welche Arten und von intimen Beziehungen verboten sind von der Tora her. Es gibt eben die guten Beziehungen und die verbotenen Beziehungen. Und genau in dieser Kapitel wird darüber auch so gesprochen. In der Parashat Kedoshim, da haben wir dann das Rezept, um Heiligkeit zu erlangen. Wenn ihr gezählt habt, da haben wir 51 Mitzvot, 51 Gebote. Die meisten Menschen kategorieren eben die Gebote in zwei Kategorien. Also das erste ist meistens eben Gott zu lieben, also deine Beziehung mit Gott. Und das zweite ist deine Beziehung zu deinen Mitmenschen. Aber der Gelehrte Gaon von Wilma unterteilt in drei Kategorien. Ja, die ganzen Mitzvot, also die ganzen Gebote. Da gibt es Gebote, wie gesagt, die zwischen den Mensch und Gott gegeben wird, so wie die Gebote für die Beziehung zwischen Menschen und seinem Mitmenschen. Und er gibt eine dritte Kategorie weiter. Und das sind die Gebote zwischen dem Menschen und sich selbst. Genau, und da haben wir das auch auf Hebräisch, als Mitzvot Ben Adam Lecha Veiro. Das, wenn du in Google eintippst, wirst du haufenweise Lehren davon finden. Das ist eben das bekannte Gebot, deinen Nächsten so zu lieben wie dich selbst. Und eben, die Mitzvot Ben Adam Lemakom ist deine Beziehung mit Hashem, mit Gott. Und Mitzvot Ben Adam Leatzmo ist eben die Beziehung mit dir selbst, also mit deinem Inneren. Wichtig, das mal zu unterscheiden, weil die Parasha Kedoshim bringt viele, viele Mitzvot, Ben Adam Lecha Veiro, also Gebote zwischen den Menschen und seinen Mitmenschen. Ja, das sind die, sagen wir mal, die Gebote, die hier enthalten. Und das ist eben der Weg zur Heiligkeit. Hier drin, in dieser Parasha, wird uns der Weg gezeigt. Für uns ist der Weg Mashiach. Also Mashiach zeigt uns, wie man heilig leben sollte. Durch angemessenes Verhalten gegenüber Menschen und nicht nur gegenüber Gott allein. Ja? Also hier wird eben über die Bedeutung von Gerechtigkeit, Ehrlichkeit, Nächstenliebe für Bedürftige, also die Tzedaka in sich, die Nächstenliebe, die genauso wichtig sein muss, wie die Liebe, die wir für uns selbst empfinden. Wenn wir das anschauen, also normalerweise konzentrieren wir uns in Yom Kippur, also hier eine Verbindung zu beide Parashiot. In Yom Kippur selbst konzentrieren wir uns schon einen Monat vorher, also 40 Tage vorher, konzentrieren wir uns ja auf unsere Fehler und tun diese auch bekennen vor Gott. Sowohl wegen der Mitzvot, also die Gebote, die wir nicht erfüllt haben durch das Jahr oder nicht gut damit umgegangen sind, und aber auch wegen der Übertretungen, die wir begehen, bereuen wir von ganzem Herzen
Wir zielen darauf ein, dass wir in Yom Kippur bereit sein wollen, um eben unser Leben vor Hashem zu waschen. In unserem täglichen Leben überschreiten wir jedoch auch viele in Bezug auf andere, aber am Ende messen wir dem nicht viel Bedeutung bei. Also das heißt, im täglichen Leben tun wir ja auch gegenüber unseren Nächsten sündigen, aber wir tun auch zu dieser Zeit vor Yom Kippur nicht so viel Wert drauf legen. Der Talmud besagt, dass Yom Kippur die Übertretungen von diese Gebote, also Ben Adam Lechaverot, zu deinen Nächsten, nicht büßen kann, bis die Person ihren Nächsten um Vergebung bittet und den gemachten Fehler so weit wie möglich behoben hat. Zum Beispiel, wenn ein Dieb etwas stiehlt, damit er Vergebung erhält, muss er eben das Gestohlene oder den Wert von dem Gestohlenen zurückerstatten und um Vergebung bitten, ja, sowohl für das Opfer als auch für Gott, also sowohl für den Mensch, aber auch für Gott selbst. In Lukas Evangelium kennen wir die bekannte Geschichte von einem Mann, der das getan hat, nachdem er den Besuch von Maschiach Jeshua erhielt. Und er sagt im Vers 9, im Vers 8, 19, 8, er sagt dann, doch Zakkai stand und sagte zum Herrn, hier, Herr, ich will die Hälfte von allem, was ich besitze, den Armen geben. Und wenn ich jemanden betrogen habe, werde ich es ihm vierfach zurückzahlen. Und Jeschua sagte zu ihm, heute ist die Rettung in dieses Haus gekommen. Insofern, als auch dieser Mann ein Sohn Abrahams ist. Also der Hinweis, das Maschiach hier gibt, ist, dass Abraham, unser Vater Abraham, genau so gehandelt hat. Ja, er gab das zurück, was dem anderen gehörte. Im Buch Hesekiel oder dem Prophet Hesekiel 33 möchte ich noch mit euch lesen. Hesekiel 33. Vers 14. Wenn ich aber zum Gottlosen sage, sterbe musst du, und er kehrt von seiner Sünde und übt Recht und Gerechtigkeit, so dass der Gottlose das Pfand zurückgibt, Geraubtes erstattet, in den Ordnungen, die zum Leben führen, lebt, ohne Unrecht zu tun, so soll er am Leben bleiben. Er soll nicht sterben. All seine Sünden, die er begangen hat, soll ihm nicht gedacht werden. Recht und Gerechtigkeit hat er geübt. Er soll am Leben bleiben. Also so wie Maschiach, so auch der Prophet Hesekiel zeigt uns, wie wir am Leben bleiben oder wie wir Leben erhalten. Es wird uns gesagt in der Tora, dass diese Gebote uns Leben gibt. Diese Gebote bringt Leben, wenn wir es, wenn wir unser Leben so korrigieren, wie es sein sollte, wie Hashem es auch möchte. Also mit uns selbst müssen wir auch klarkommen. Wir müssen unser Leben prüfen. Wir müssen auf uns achten, dass es auch uns gut geht. Wir müssen unseren Nächsten um Vergebung bitten,
wenn wir eben etwas getan haben, das ihm wehgetan hat, sei es etwas Großes, Kleines. Wir müssen es korrigieren, wir müssen es zurückerstatten, so wie unsere Beziehung zu Gott, zu Hashem. Also schaut mal, wie groß die Verantwortung, unsere Verantwortung ist vor Hashem, damit wir wirklich ihm gegenüber als Tzaddik, als Gerechter dastehen können. Und gleichzeitig nicht nur als Gerechter dastehen, wir müssen ja Licht sein für die Nationen, Licht sein in unserem Umfeld. In der Verbindung zwischen den zwei Parashiot, also diese zwei Portionen, sagt Gott uns vielleicht hier, wie sehr wir uns mit unserem Verhalten gegenüber anderen befassen sollten und wie ernst ist es, unsere zwischenmenschlichen Beziehungen zu vernachlässigen. Wir lesen zusammen noch Hebräerbrief, Kapitel 10. Vers 19. Deshalb, Brüder, haben wir Zuversicht, den Weg, schaut mal, den Weg in dem heiligsten Ort zu gehen, der Weg der Heiligkeit, der durch das Blut Jeschuas eröffnet wurde. Er weihte ihn für uns ein als einen neuen und lebendigen Weg durch den Parochet mittels seines Fleisches. Wir haben also einen großen Kohen Gadol, einen großen hohen Priester über dem Haus Gottes. Deshalb wollen wir zu dem heiligsten Ort kommen, mit aufrichtigen Herzen, in der vollen Gewissheit, die aus dem Vertrauen kommt, mit Herzen, die rein besprengt sind von einem schlechten Gewissen und Leiben, die mit reinem Wasser gewaschen sind. Lasst uns festhalten an der Hoffnung, die wir bekennen, ohne schwanken zu werden. Denn der eine, der die Verheißung gemacht hat, ist vertrauenswürdig. Und lasst uns aufeinander achten, um uns zu Liebe und zu guten Werken anzuhalten. Und unsere gemeine Versammlung, also unsere Gemeinde, unsere Gemeinschaft nicht vernachlässigen, wie es manche zur Sitte gemacht haben, sondern einander ermutigen. Und lasst uns dies alles umso mehr tun, als ihr seht, dass der Tag naht. Wie ich euch gesagt habe, heute ist ein besonderer Tag, speziellen Schabbat. Es fällt Baruch Hashem an einem Schabbat. Es ist der 11. Hochzeitstag von meiner Hochzeit, von meiner Ehe. Es ist auch gleichzeitig eine Zeit, um über die ganzen 11 Jahre und ein bisschen mehr darüber nachzudenken, wie eben unsere Beziehung geworden ist. Wie heilig ist meine Beziehung mit meiner Frau geworden? Wie harmonisch ist meine Beziehung zu ihr geworden? Und auch sie denkt darüber nach. Hier sehen wir, wie wichtig es ist, in uns oder ab unseren Herzen diesen Weg der Heiligkeit zu gehen, mit Mashiach. Wir wissen, dass der Messias von Israel, Yeshua, er gab sein Leben, er gab sein Blut und durch ihn haben wir Vergebung unserer Sünden. Aber es gibt einen Weg, um diese Vergebung, um diese Wiederherstellung in der Position zu kommen,
wo wir akzeptabel vor Hashem stehen können. Dieser Weg ist ein harter Weg für jeder Mann, jede Frau. Sei es, wenn du eben verheiratet bist oder nicht. Weil deine Beziehung soll ja hier drin anfangen, mit dir selbst. Und dort wirst du den Weg sehen, wie du deine Beziehung mit Gott heiligen sollst. Gleichzeitig erweitert sich ja diese Beziehung zu deinen Nächsten, zu deiner Gemeinde. Deine Gemeinde fängt bei dir zu Hause an. Deine Gemeinde fängt in deiner Familie an. Deine Gemeinde fängt eben bei deinen Glaubensgeschwistern an. Da geht es weiter. Dann geht es ja hinaus zu den Menschen, die wir, wie Mashiach auch uns gelehrt hat, er lehrte, dass meiner Nächsten, deiner Nächsten, ist derjenige, der Hilfe braucht. Aber diesen Weg zu durchqueren, braucht eben ein offenes Herz, ein ehrliches Herz, ein offenes Auge, um das zu tun, was Hashem von uns erwartet. In dieser Parasha gibt es eben 51 Gebote. Er spricht darüber, wie du und ich miteinander umgehen sollen. Er sagt gerade am Anfang, in Vers 1 und 2 von Kapitel 19 von Vayikra, 3. Buch Mosche, sprich mit den gesamten Gemeinde der Kinder Israel und sage ihnen, sei heiliges Volk oder sei heilig, denn ich, Hashem, Adonai, dein Gott, bin heilig. Und es gibt in diesen Versen hier etwas Besonderes, das unsere Aufmerksamkeit benötigt. Das möchte ich euch zeigen. Wir wissen, dass in der Tora nicht einmal ein einziges Wort unnötig geschrieben ist. Aber, und deswegen fragen wir uns, warum betonte die Tora, dass dieser Befehl von Gott, dass wir heilige Menschen sein müssen, an das jüdische Volk weitergegeben wurde, als sie alle zusammen waren, also die gesamte Gemeinde. Dieses Gebot und ab dieses Gebot, die 51 Gebote, wurde der gesamte Gemeinde gegeben. Weshalb? Rashi, der Kommentator der Tora, erklärt, dass dieses Gebot Gottes tatsächlich in Gegenwart der gesamten Gemeinde Israels erklärt wurde. Da die meisten grundlegenden Lehren der Tora davon abhängen, das heißt, sie sind in diesem Gebot von sei heilig enthalten. Ich erkläre es weiter. Der Rav Moshe Schreiber, der in Deutschland geboren wurde, besser bekannt als Chatan Sofer, von ihm lernen wir aus diesen Versen, dass es nicht notwendig ist, sich vom Rest der Gesellschaft zu isolieren und zu distanzieren, um Heiligkeit zu erlangen. Im Gegenteil, also die Lehre, die Hashem uns gibt, dass wir heilige Menschen sein müssen, wurde öffentlich gegeben, erklärt, um uns zu lehren, dass eine Person lernen muss, sich selbst zu heiligen, indem sie sich richtig mit anderen Menschen verhält. Dies wird durch den Inhalt der Parashat Kedoshim wahrgenommen, der auf die richtige, ehrliche und freundliche Beziehung zu anderen Menschen ausgerichtet ist. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Aber wir gehen weiter. Das Wort Kedusha, also Heiligkeit, bedeutet eben getrennt von oder getrennt für. Es kommt von der Wurzel hier, die ich euch hier gab. Ne? Also hier. Und von dieser Wurzel her kommt das Wort Kadosh, Kedush, Kadish.
Hakadosh. Hakadosh ist der Heiliger, ne? Ist Hashem. Kiddush, das ist der Moment, wo wir miteinander den Segensspruch aussprechen, vom Wein, vom Schabbat, von den Festen. Und dann Kaddish ist die Heiligung. Also wir heiligen den Namen von Hashem. Wir haben sogar ein Gebet dafür. Wenn wir eben ein bisschen von dieses Wort Kadosh, Kedusha, ein bisschen verstehen, wir müssen nicht alles ganz genau verstehen, aber wenn wir ein bisschen verstehen, was es da gemeint ist, dann haben wir ein klares Verständnis, was Heiligkeit bedeutet. Andere Menschen haben eben ein völlig falsches Verständnis. Viele stellen sich vor, dass der einzige Weg für einen Mensch, Heiligkeit zu erlangen, ist eben allein zu sein. Also ein Rückzug aus weltlichen Angelegenheiten. Also wenn er alleine ist, wenn er niemand hat, wenn er in keiner Gemeinde aktiv ist, dann wird er heilig, weil wenn er irgendwo aktiv ist, wenn er irgendwo mittendrin arbeitet, dann weiß er, und jeder weiß auch davon, ihr wisst ja, gibt es ja Probleme, wo du auch immer hingehst, sei es eben deine Familie, bei der Arbeit, in einer Gemeinde, in einer Synagoge. Egal wo du hingehst, wo es Menschen drin sind, ist ganz, ganz normal, dass es irgendwann mal zu Problemen kommen. Und viele denken eben, dass wenn er alleine ist, wenn er nicht so viel Kontakt mit Menschen hat, dann wird er hier ja Heiligkeit erlangen. Dann kann er seine Spiritualität erweitern. Doch Jeshua lehrte genau das Gegenteil. Lesen wir doch im Matthäus-Evangelium, Kapitel 4. Es ist ein einfaches Beispiel für diejenigen, die das eben falsch verstehen. Weil sie meinen, ja, Maschiach war 40 Tage in der Wüste, ganz alleine, seht ihr. Deswegen mache ich auch oder mache mein Fasten, ich bete alleine, ich faste alleine, ich bin spirituell, wenn ich alleine bin. Aber nachdem Maschiach eben durch Versuchungen gegangen ist, im Vers 12, 4,12, wird uns gesagt, als Jeschua hörte, dass Johanan ins Gefängnis geworfen worden war, kehrte er ins Galil zurück, nach Galiläa. Aber er verließ Nazareth und lebte in Kephanachum, eine Stadt am See nahe der Grenzen zwischen Zebulun und Naphtali. Ihr seht, er isoliert sich nicht. Er wohnt inmitten von Menschen. Er lebt ein normales Leben inmitten von Menschen. Und wie wir auch von den Evangelien wissen, ging er, wie es eben seine Gewohnheit war, jeder Schabbat in die Synagoge. Er lebte unter den Menschen. Er blieb nicht alleine und arbeitete auch nicht alleine. Gott übermittelt uns hier jedoch zu Beginn von der Parasha Kedoshim, dass wahre Heiligkeit nur erreicht werden kann, wenn wir unter anderen Menschen leben. Warum? Ist ganz einfach, weil es ist sehr einfach, ehrlich zu sein, wenn wir mit niemandem interagieren. Und es ist auch sehr einfach, Lashon Hara nicht zu sprechen, wenn wir nicht mit anderen Menschen zusammenleben und eben nichts hören von denen. Es ist keine Schwierigkeit da, ruhig zu bleiben, wenn uns niemand stört. Wir werden nicht gestresst wegen den Menschen, weil ich hier alleine bin.
Wahre Heiligkeit liegt genau darin, mit Menschen zu leben und trotzdem ehrlich zu sein, unsere Zunge zu halten und mit Ruhe und Respekt mit anderen zu leben. Das ist wahre Heiligkeit, die Maschiach auch vorgelebt hat. Ein junger Mann fragte einmal der Rav Avraham Yeshayahu Karelitz aus Weißrussland, der in Israel starb, besser bekannt als Chazon Ish, vielleicht kennt ein paar auch von diesem Namen her, der eben eine feurige Vision hatte. Ob es für ihn ratsam sei, also dieser junge Mann fragte ihn, sich zu isolieren, um die Torah zu studieren, damit er keine Ablenkungen oder Unterbrechungen habe. Und zu jedermanns Überraschung antwortete Chazon Ish, dem jungen Mann, mein Herz kann nicht glauben, dass Sie, wenn Sie von allen isoliert sind, die Torah wirklich erwerben können. Sicherlich wird Ihnen das Leben in der Gesellschaft und in die Nähe zu Freunden helfen, die Lehren der Torah wirklich zu erlangen. In der Gesellschaft und den Menschen zu leben, ist gut für uns. Wir können Hilfe, Ermutigung und Unterstützung von unseren Mitmenschen erhalten. Eben Hilfe im Gebet, Hilfe, sei es materiell oder eben nur eine Ermutigung durch gute Worte. Das Leben in der Gesellschaft ist jedoch von grundlegender Bedeutung für einen der Hauptpfeiler der Torah, nämlich Chesed. Chesed, wie wir schon studiert haben, heißt eben Freundlichkeit üben oder gute Taten üben. Lesen wir zusammen im 1. Timotheus, Kapitel 6, letzte Kapitel von 1. Timotheus. Vers 18. Gebiete ihnen Gutes zu tun, reich zu sein an guten Werken, großzügig zu sein und bereit zu teilen. So werden sie sich selbst eine gute Grundlage für die Zukunft ansammeln, so dass sie das wirkliche Leben erlangen. Also das, wie gesagt, die Torah spricht, wenn du und ich die Gebote halten, dann werden wir Leben erhalten. Das heißt, wenn wir Gutes tun, wenn wir Chesed weitergeben, dann werden wir Leben erhalten. Wir können niemand etwas Gutes tun, wenn wir eben isoliert sind. In gewisser Weise fällt sich derjenige, der sich von der Welt isolieren will, um ein heiliger Mensch zu werden, egoistisch. Er ist ein Egoist, da er sich nur um sein eigenes spirituelles Wachstum kümmert. Habe ich schon mehrmals gesagt, niemand kommt an das heilige Land, an das versprochene Land alleine. Wir kommen alle oder wir kommen als Volk an und nicht alleine. Das will Gott nicht von uns, dass wir eben uns isolieren. Wir sind nicht auf die Welt gekommen, um ein Rennen alleine zu gewinnen. Wir sind auf diese Welt gekommen, um das Rennen gemeinsam und vereint zu gewinnen. Amen. Ein Beispiel. Als Gott alle Kreaturen erschuf, also die Welt erschuf, schuf er sie in großen Mengen. Also alle Kreaturen, alle Tiere waren in großen Mengen da. Adam hatte schon, der erste Mensch Adam, wurde jedoch allein geschaffen. Aber dann sagte Gott, es ist nicht gut für den Menschen, allein zu sein. Aber warum war es eben nicht gut für den Mann, allein zu sein? Er war im Gan Eden
wurde von Engel bedient, stand in direktem Kontakt mit Gott und konnte seine Spiritualität entwickeln. Es war ja das Paradies, ganz alleine da zu sein, meint man. Was fehlte ihm? Unsere Weisen erklären, dass Adam nicht in der Lage war, Chesed auszuüben, also Gutes zu tun. Unsere Rolle in dieser Welt ist es, Gott in all seinen Handlungen nachzuahmen. So wie er freundlich ist, müssen wir freundlich sein. So wie er barmherzig ist, müssen wir barmherzig sein. Gott tut die ganze Zeit Freundlichkeit, Chesed. Er gibt uns Chesed, ohne etwas dafür zu erhalten. Er hat uns ausgewählt, ohne dass wir es gewusst haben. Er gibt, ohne dass er erwartet. Das ist Chesed. Und das ist eben das Beispiel, das wir nachfolgen sollen. Nicht vergessen, der Weg der Heiligkeit fängt hier drin an, mit deiner Beziehung mit dir selbst, dass du dich bewusst bist, dass du ein Sünder bist, dass du nach Gott suchen musst. Und wenn du diese Beziehung mit dir selbst und mit Hashem wiederherstellst, dann ist deine Aufgabe, meine Aufgabe, Chesed weiterzugeben. So sind wir heilige Menschen, ähnlich wie Gott. Dies meinte Gott, als er sagte, dass er uns nach seinem Bild und Gleichnis geschaffen habe. Er bezog sich nicht auf physische Ähnlichkeit, sondern auf unser Potenzial für Güte, indem wir andere helfen, Chesed geben und für andere sorgen, verhalten wir uns wie Hashem selbst. Im Talmud, also genauer gesagt in Pirkei Avot, lehrt uns die Weisen, es ist gut, die Tora zu studieren und gleichzeitig eine Arbeit zu haben, denn mit beiden beschäftigt zu sein, bedeutet, die Sünde zu vergessen. Jedes Studium der Tora, das nicht von einem Amt, von einer Arbeit begleitet wird, ist vergeblich und führt zur Sünde. Alle, die nach Gemeinschaft streben, tun dies aus Liebe zum Ewigen, damit das Verdienst ihrer Vorfahren sie unterstützt und ihre Gerechtigkeit für immer bleibt. Der Rabbi Baal Shem Tov erklärte, dass hier dieses Wort Arbeit auf die Hingabe bezieht, dem Nächsten zu lieben. Also lesen wir nochmals. Es ist gut, die Tora zu studieren und gleichzeitig eine Arbeit, also deinen Nächsten zu lieben. Denn mit beiden beschäftigt zu sein, bedeutet, die Sünde zu vergessen. Was heißt das? Das heißt, dass Liebe zu zeigen, Liebe zu geben, Chesed, ist eine Arbeit. Vielleicht bist du verheiratet, vielleicht warst du schon verheiratet, vielleicht wirst du noch heiraten. In einer Beziehung, in einer intime Beziehung, die vielmals mit dem großen Feuer anfängt, ja, man ist verliebt und man heiratet. Nach einer Zeit merkt man, dass dieses Anfangsfeuer nichts mehr nützt, weil man den Fehler begeht, dass man nicht mehr eben, dass man dieses Feuer nicht weiter entfacht. Wie wird dieses Feuer weiter entfacht? Durch Arbeit, einander dienen, einander helfen, einander verstehen, einander von sich geben. Weil wenn
die zwei Parteien, Ehemann, Ehefrau, auf ihre Rechte beharren und keiner von denen nachgibt oder beide nicht nachgeben, dann wird es kritisch, dann wird es ja Probleme geben. Wenn die zwei sich nicht Chesed geben, wenn die zwei nicht füreinander arbeiten, damit es dem anderen gut geht, dann wird es Probleme geben, dann wird es Krach geben, Streit. Liebe ist eine Arbeit, die Hashem uns gegeben hat, zu tun. Der Schwerpunkt und das Herz dessen, was Heiligkeit darstellt, basiert auf das Gebot: Liebe deinen Nachbar, deinen Nächsten, wie dich selbst. Das direkte Objekt des Verbs Liebe ist sein Nachbar. Wer ist unser Nachbar laut der Tora und laut Mashiach? Ist jeder, der Hilfe braucht. Wer in dieser Welt braucht keine Hilfe? Wer in dieser Welt ist nicht überfallen worden von der Sünde, vom Feind, von Menschen, die Böses getan haben? Wer von dieser Welt hat keine innerlichen Probleme und hat Probleme mit sich selbst? Wer? Diese Mitzwa ist die Grundlage für alles und gilt als die umfassendste Verhaltensregel in Bezug auf andere in der Tora. Das heißt, wenn ich meinen Nachbar lieben sollte und muss, muss ich dafür arbeiten. Ich muss einen Preis dafür zahlen. Ich muss bereit sein, mich hinter mich selbst zu lassen. Der große Rabbi Hillel lehrte bei der Interpretation dieses Verses, was für dich Hass erfüllt ist, oder anders ausgedrückt, wie andere auch ausdrücken, wenn was für dich nicht passt, was du nicht willst, tu anderen nicht an. Und das ist die ganze Tora. Vor das Kommen von Mashiach, vor das erste Kommen von Mashiach Yeshua, hat Rabbi Hillel das schon gelehrt. Rabbeinu Yeshua lehrte dasselbe in einem positiven Verständnis. Das ist dort im Matthäus Evangelium, Kapitel 7. Vers 12. Behandelt die anderen stets, wie ihr von ihnen behandelt werden möchtet. Das ist die Summe der Lehre der Tora und der Propheten. Er sagt, behandelt die anderen stets, immer. Nicht nur, wenn du Lust hast. Wir sind berufen, unser Leben lang dafür zu arbeiten, dass die Liebe von Hashem weitergegeben wird. In Römerbrief, Kapitel 13, lesen wir doch. Nimm deine Bibel und lies mit. Kapitel 13, Vers 10. Liebe fügt den Nächsten keinen Schaden zu. Deshalb ist die Liebe die Erfüllung der Tora. Also Liebe fügt keinen Schaden dem anderen. Das ist die Erfüllung der Tora. In Galaterbrief, Kapitel 5, Vers 14.
denn die Gesamtheit der Tora ist zusammengefasst in diesen einen Satz: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das Geheimnis von Kedusha, von Heiligkeit, ist, dass die Liebe damit verbunden ist. Und die Liebe heißt eben zu arbeiten. Liebe ist nicht ein Gefühl in sich. Man kann Gutes fühlen, man kann ein gutes Gefühl haben, wenn man etwas tut für einen Nachbar, für deinen Nächsten. Aber auch wenn du nichts fühlst, und das ist manchmal das größte menschliche Problem, der sagt, wenn ich nicht fühle, kann ich nichts tun. Oder es gibt Ehen, die zerbrochen werden, die eben zu Scheidungen kommen, weil beide Parteien oder nur eine Partei sagt, ich liebe sie nicht mehr. Und er entscheidet sich für diese Lüge, dass er sie nicht mehr liebt. Das heißt, er möchte nicht mehr dafür arbeiten, damit derjenige, der andere, geliebt wird. Der einzige Weg, Chesed zu tun, Liebe weiterzugeben, besteht darin, in der Gesellschaft zu leben, mit Menschen zu interagieren, zu helfen und unsere Sensibilität zu entwickeln, um unsere Sensibilität zu entwickeln. Es ist wichtig für uns alle, heute ist, also ich versuche diese Lektion so weiterzugeben, eine Lektion, die für mich passt, die ich verstehe, die ich akzeptiere, ist, dass wenn ich meine Frau mehr lieben möchte, muss ich dafür arbeiten. Auch wenn die andere Partei, wenn mein Nächster, den ich vor mir sehe, jemanden ist, der, mit dem ich nicht verstehe oder halt nicht so akzeptiere, wie er ist. Es gibt menschliche Aspekte in meiner Frau oder in meinem Sohn oder bei dir, die ich nicht verstehe, die ich noch nicht verstehe. Aber das heißt nicht, dass ich dich oder jemand anders falsch beurteilen soll, weil die Tora sagt, richte deinen Nächsten mit Gerechtigkeit. Und diese Gerechtigkeit, auf dem ich mein Gericht basiere, ist nicht ein Gefühl, soll nicht eine Lüge sein, soll nicht ein Wort von jemand anders sein. Es soll die Gerechtigkeit, die Mashiach für mich erlangt hat. Diese Gerechtigkeit ist der Weg zur Heiligkeit. Das heißt, so wie er mich geliebt hat, als ich noch ein Sünder war, als ich mich selbst nicht verstanden habe, und auch als ich andere beschuldigt habe, hat er mich auserwählt. Auch wenn ich nichts von ihm wissen wollte, er hat mich auserwählt. Er hat Chesed gegeben. Er hat mich gerufen. Jedes Mal, wenn wir andere Licht bringen, sind wir am Ende diejenigen, die erleuchtet werden. Im Matthäus Evangelium, und damit schließen wir mit den Worten von Mashiach, Kapitel 5, Vers 14. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Hügel erbaut ist, kann nicht verborgen werden.
Und wenn Menschen eine Lampe anzünden, so bedecken sie sie nicht mit einem Gefäß, sondern stellen sie auf einen Leuchter, damit sie jedem im Haus scheint. So lasst auch euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie das Gute, das ihr tut, sehen und euren Vater im Himmel loben. Baruch Hashem. Verstecke dich nicht. Es gibt Menschen, und ich habe das auch schon gemacht, die sich in sich drin verstecken. So wie Adam und Eva nach der Sünde sich versteckt haben vor Hashem. Es gibt noch heute die Tendenz von den Menschen, sich zu verstecken. Sich vor Hashem zu verstecken, sich von anderen Menschen zu verstecken, damit sie keinen Schmerz mehr fühlen. Weil sie vielleicht eben durch viele allerlei Schwierigkeiten gegangen sind. Sie sind vielleicht von anderen Menschen beleidigt, bespuckt, negativ beeinflusst wurden. Und das alles hat dazu geführt, dass derjenige sich versteckt und nicht ins Licht kommen will und die Beziehung mit sich selbst nicht wiederhergestellt wird. Der Feind ist der größte Arbeiter, er ist die größte Konkurrenz, die du hast, damit du mit dir selbst nicht klarkommst. Er arbeitet dafür, dass du dich versteckst, dass du depressiv wirst, dass du die Beziehung mit dir selbst nicht wiederherstellst. Er arbeitet dafür, dass du deine Beziehung mit Gott nicht wiederherstellst. Er arbeitet dafür, dass du den Menschen um dich herum keine Chesed gibt. Er bringt Gedanken, er bringt Worte, er bringt Situationen, damit du mit dem aufhörst. Er arbeitet ohne Schlaf dafür. Wir sind berufen, für das Licht Gottes zu arbeiten, für die Liebe Gottes zu arbeiten. Und wir sollen auch stets diese Arbeit ausführen. Habe keine Angst, sei mutig, nimm dir die Kraft, die Hashem dir schon gegeben hat, und steh auf, so wie Joshua es getan hat. Er war womöglich traurig, weil eben Mosche gestorben ist. In dem Moment wusste er nicht weiter. Aber Hashem hat ihn ermutigt. Steh auf. Sei mutig. Du hast die Kraft dafür. Behalte meine Mitzvot und du wirst leben. So wird es auch bei dir sein. Ich bete dafür. Ich bete für meine Ehe. Ich bete für jede von euch. Jede Ehe, für die Ehen, die noch kommen werden, dass jeder von uns diese Mentalität entwickelt, dass wir daran arbeiten müssen, weiterhin arbeiten müssen, dass die Liebe aufrecht erhalten wird. Und dass wir, wenn Mashiach kommt, bereit sind, weiterhin für ihn zu arbeiten im Millennium. Amen. Vater im Himmel, im Namen von Mashiach Yeshua, wir preisen dein Name, wir preisen deine Größe, wir erhöhen dein Name, der heilig ist. Baruch Shemo, gesegnet ist dein Name.
Wir danken dir für diesen Schabbat. Wir danken dir für dein Wort, für die Ermutigung. Wir danken dir, dass du in uns diese Verbindung wiederhergestellt hast durch Mashiach Yeshua, durch sein Blut. Und ich bitte dich, empfange von uns unsere Buße. Wir alle brauchen deine Führung, um einander zu vergeben, um einander Chesed zu geben. Wenn es unter uns Ehen gibt, die eben Vergebung braucht, ich bitte dich, gib jedem Einzelnen die Kraft, den Mut aufzustehen und diese Beziehung wiederherzustellen. Auch die zwischenmenschlichen Beziehungen in der Familie, mit den Kindern, mit anderen Familienangehörigen, sowie mit Freunden, mit Glaubensgeschwistern. Ich bitte dich, hilf uns, diese Verbindungen wiederherzustellen und dass wir weiterhin arbeiten, um diese Liebe, um diese Chesed weiterzugeben. Herr, ich bitte dich, bring dein Reich, komm mit deinem Wille und führe uns in deine Wahrheit. Leite uns, damit wir frei werden von der Sünde, von den Gedanken vom Feind, von allen Pfeilen vom Feind. Im Namen von Mashiach Yeshua, wir erheben hier unser Schild des Glaubens und akzeptieren eben nicht jegliche Gedanke oder Wörter vom Feind. Und wir danken dir dafür schon jetzt, für die Freiheit und für die Liebe, die wir in unseren Herzen empfangen haben, durch deinen Geist, und dass wir diese Liebe weitergeben an diejenigen, die es brauchen. Wir danken dir im Namen von Mashiach Yeshua. Amen.